Bei wem sieht man am meisten? Das Motto der MTV Music Video Awards. Kim Kardashian versuchte es mit durchsichtigem Stoff und angedeutetem Schlitz im Schritt. Farrah Abraham nutzte ein Wonder Woman-Kostüm, um ihre beiden Waffen zu präsentieren und holte sich auf Selfies noch Verstärkung, zum Beispiel von Model Amber Rose. Die ging das Ganze eher schnörkellos an und kam direkt ohne Oberteil. Klare Siegerin. Bachelor Christian Tews konnte hierauf verzichten. Promi Big Brother-Kandidatin Jessica Paschka musste die RTL-Show 2004 vorzeitig verlassen. Aber sie ist ja nicht mehr die Alte und hat sich weiterentwickelt. Zum Beispiel durch eine Po-OP. Ihren 60.000 Instagram-Followern gefällt's jedenfalls. Was eine Kiste. Nice ass. Zum Glück werden die Kameras im TV-Knast Jessica aus jedem Winkel beobachten. Wem verdanken wir eigentlich die sexy Po-Bilder auf Instagram? Im Fall von Bruce Willis Tochter Tallulah versorgte uns ihre Schwester mit dem Hinternfoto. Sie bezeichnete das spaßeshalber sogar als Vollzeitjob. Kein Wunder, denn Tallulahs Instagram-Profil hat viel zu bieten. Hauptsache freizügig und ungewöhnlich. Dürfen wir uns für diesen heißen Schnappschuss etwa auch bei ihrer Schwester bedanken?